Barfuß Bergsteigen gehen, das hört sich im ersten Moment vollkommen irre an. Vereinzelt gibt es aber Leute, die genau das machen. Und so irre ist es auch nur deshalb, weil dieses raue Gelände und unsere empfindlichen Fußsohlen rein kopftechnisch schon überhaupt nicht zusammenpassen. Hier sollen Barfuß-Wanderschuhe jetzt Abhilfe schaffen. Und genau die und das Thema Barfußschuhe habe ich mir mal für euch genauer angesehen. Das Video heute ist in zwei Teile gesplittet. Zum einen jetzt zu Beginn ein paar allgemeine Infos zum Thema Barfußgehen, auch im Kontext Bergsteigen bzw. was das Ganze überhaupt bringen soll. Zum anderen dann der Test der Vivo Barefoot Tracker Forest als Barfuß-Wanderschuh. Wieso soll ich barfuß gehen, wenn ich ja Schuhe habe? Im Alltag hat es sich mittlerweile immer mehr herumgesprochen, dass unsere Schuhe unseren Fuß mehr oder weniger belasten. Denn sie zwängen den Fuß in eine Form, in die er nicht gehört. Außerdem schwächen sie den Fuß ganz direkt. Denn mit viel Dämpfung und einer Sprengung brauchen wir keine Muskulatur, um korrekt abzufedern oder uns fest wegzudrücken. Das bedeutet gleichzeitig, dass weniger Spannung im Fuß vorliegt und diverse Verschleißerscheinungen die Folge sein können. Eine Studie von Geoffrey Keenan und seinen Kollegen, aber auch viele andere Studien, haben bereits bewiesen, dass das Barfußgehen die Gelenkbelastung um bis zu 53% reduzieren kann. Im ersten Moment klingt das fast wie ein Irrtum, aber man muss auch die ganze Wahrheit dazu sagen. Denn auch wenn das Barfußgehen sehr gesund ist, kann es bei einem falschen Start und falscher Durchführung auch äußerst ungesund sein. Wer noch nie lange Strecken im Alltag barfuß zurückgelegt hat, sollte es also sehr langsam und gemütlich angehen. Zu schnell und zu intensiv gestartet, könnten nämlich Entzündungen von Sehnen und Muskelfasern oder sogar Stressfrakturen die Folge sein. Deshalb muss man unbedingt langsam starten. Kleine Spaziergänge, dann etwas ausgedehntere Spaziergänge, phasenweise im Alltag und so weiter. So können Barfußschuhe tatsächlich einen absolut nützlichen, langfristigen und guten Effekt auf die Gesundheit und die Muskulatur haben. Und ein netter Nebeneffekt, Barfußschuhe sind deshalb barfuß, weil sie eben auf viel Material verzichten. Das bedeutet, dass sie leichter und biegsamer als typische Schuhe sind. Will man also wandern gehen und braucht noch einen Schuh für die Hütte, sind ultraleichte Barfußschuhe vielleicht die ideale Wahl, um mit minimalstem Zusatzgewicht und Packmaß auf der Hütte trotzdem aus den schweren Bergstiefeln rausschlüpfen zu können. Und hier wird's jetzt spannend. Die schweren Berg- und Wanderschuhe. Wandern mit Barfußschuhen. Hier wurde ich nämlich so richtig neugierig. Schließlich bin ich Bergsteiger und kein Büromensch, der nur die Schritte vom Schreibtisch ins Auto macht. Kann das eigentlich funktionieren? Erstmal mit normalen Barfußschuhen? Nein. Denn die bieten kaum die richtige Robustheit, Materialstärke und Profil, um in den Bergen eine sinnvolle Verwendung zu finden. Glaubt mir, ich habe es probiert, da rutscht man weg, tut sich weh und so weiter. Kein Spaß. Aber die Firma Vivo Barefoot hat einen Schuh entwickelt, der eben genau das sein soll. Ein Barfußschuh, der extra für das Wandern in den Bergen konzipiert wurde. Klingt völlig verrückt, denkt ihr euch jetzt vielleicht? Ganz ehrlich, das dachte ich mir auch. Und hier kommen wir jetzt zum Test. Zur vollen Transparenz, und ihr kennt mich, bei mir gibt es immer die 100% Transparenz, möchte ich hier unterstreichen, dass ich selbst Vivo Barefoot um diese Schuhe angefragt habe und sie ihn mir dann zur Verfügung gestellt haben. Kostenlos. Meine Meinung zum Schuh hat das aber am Ende des Tages, das verspreche ich euch, wirklich nicht beeinflusst. Die Vivo Barefoot Tracker Forest sind Barfuß-Wanderschuhe mit dem Anspruch, als Kategorie AB-Schuh typischen Wanderungen standhalten zu können und gleichzeitig eben mit diesem gesunden Feature des Barfußgefühls aufwarten zu können. Aber kommen wir hier mal zu den harten Fakten. Meiner Meinung nach stimmt die Klassifizierung AB, wenngleich das wirklich sehr, sehr schwer zu vergleichen ist. Der Schuh hat ungefähr ein bisschen über einen halben Kilo und ist damit genauso schwer wie ein Zustiegsschuh im Halbschuhformat. Also eine Spur leichter als Konkurrenten wie der Scarpa Mescalito in der High-Version beispielsweise. Vivo Barefoot gibt hier an, extrem nachhaltig und ökologisch rücksichtsvoll zu arbeiten. Deshalb ist das Mesh auf der Innenseite aus recyceltem Polyester, das Leder von freilebenden Rindern, aber es ist eben immer noch ein Tierprodukt, also im Vergleich zu anderen Schuhen nicht vegan. Die Vor- und Nachteile, die besprechen wir gleich am berühmten Techniktisch. Vorher aber noch die restlichen Fakten. Wir haben hier eine 2,5 mm Sohle. Keine Zwischensohle, ganz wichtig. Und dann nochmal einen 8 mm Noppenaufbau drunter. Damit sind sie nicht so dünn wie manch typische Barfußschuhe. Aber wenn wir unten vorm Berg stehen, sind die harten Fakten nur noch zweitrangig. Denn dann zählt nur noch das, was er wirklich kann. Und was er kann, wie er sich anfühlt, wie er sich geschlagen hat und ob ich diesen Schuh wirklich allen Bergsteigerinnen und Bergsteigern empfehlen kann,
Das klärt sich jetzt am ungeschönten, knallharten und einzig wahren Techniktisch. So, wir sind jetzt hier am Techniktisch und schauen uns den Tracker Forest mal genauer an. Wir fangen wie immer vorne an, schauen uns dabei die Sohle an, gehen hier etwas hoch, schauen uns auch noch die Schnürung an und dann schauen wir uns noch zuletzt den Schaft an. Aber wie immer, eigentlich brauchen wir dafür mal nur ein Modell. Von der Idee her funktioniert der Barfußschuh, ja, wie er eben funktioniert. Wir haben keine Zwischensohle, ganz wichtig, das heißt, wir haben hier keine Verschleißmaterialien. Wir haben ausschließlich den Gummi, zu dem komme ich gleich nochmal im Detail. Und dann haben wir hier oben eine Lederverarbeitung. Das Leder ist grundsätzlich dick und robust. Das hat den großen Vorteil, dass wir mit dem Schuh nicht unbedingt sanft umgehen müssen. Er ist nicht sensibel. Wir können ihn tatsächlich hernehmen wie einen richtigen Wanderschuh. Außerdem haben wir innen dann nochmal die Mesh-Konstruktion, die das ganze System nochmal etwas dicker macht. Er ist nicht so unfassbar robust, wie wenn man jetzt zum Beispiel einen Bergschuh hernehmen würde, wo wir dann vielleicht 3 mm, 4 mm Lederstärke hätten. Das ist nicht ganz das, aber das wäre halt auch Fisch mit Fleisch vergleichen, denn wir haben ja hier eher einen Wanderschuh und nicht so diesen typischen Hochgebirgsschuh. Auf der Wildspitze, auf dem Dachstein, auf irgendeiner anderen Hochtour würde ich ihn vielleicht nicht unbedingt verwenden, aber getestet habe ich ihn am Sulzkogel, einem Gneisberg. Da hatten wir alles dabei, wir hatten richtig schlechtes Wetter, wir hatten auch Fels dabei, wir hatten Erduntergrund dabei, somit konnte der tatsächlich auf jedem Terrain getestet werden. Und zum grundsätzlichen Fazit komme ich gleich nochmal, aber schauen wir uns nochmal die Sohle im Detail an. Wir haben hier nämlich neben einem weichen Gummimischung haben wir auch noch diese dicken Stollen, die ja eigentlich gar nicht so typisch sind für so einen Barfußschuh, aber sie machen ihn damit auch deutlich eher einsatzfähig für das Gebirge. Der Grund für diese Stollen ist eigentlich der, dass man einerseits mal ein bisschen einen Abstand zum harten Fels beispielsweise gewinnen könnte, zum anderen aber auch, dass er damit richtig gut in nassem Gelände, in erdigem Gelände haftet. Und da kann ich sagen, das stimmt tatsächlich. Also wenn wir nasse Erde haben, wenn wir generell nassen Untergrund haben, da haben wir mit diesem tiefen Profil tatsächlich den gleichen Vorteil, den wir beispielsweise auch in einem Hochgebirgsschuh wie dem Nepal Cube von La Sportiva hätten. Das funktioniert tatsächlich richtig gut. Der Gummi ist nicht zu weich, dass sich die Noppen oder die Stollen komplett umbiegen würden, wenn ich hier dran ziehe, aber weich genug, dass sie sich relativ gut anpassen. Außerdem ist er tatsächlich sehr, sehr klebrig und der Gummi ist sehr klebrig, was eben durch diese weiche Mischung zustande kommt, was dann auch bedeutet, dass wir auf Reibung richtig, richtig gute Haftung haben. Das bedeutet, wenn der Fels mal etwas steiler ist, wenn man hier etwas steiler ansteigen will, das funktioniert sehr, sehr gut. Nicht gewaschen habe ich ihn übrigens deshalb, damit ihr auch seht, wir hatten den jetzt im übelsten Dreck im Einsatz, aber es kommt alles wieder wie von selbst raus. Also es ist nicht so, dass ich hier wirklich was verkeilen würde. Auch das wieder wahrscheinlich, weil er einfach dafür ein bisschen zu weich ist. Also wenn man Steine eintritt etc., die kommen in der Regel von selber auch wieder raus, weil sich diese Stollen recht gut verbiegen und trotzdem nicht so empfindlich sind. Das fand ich sehr, sehr gut. Die Michelin-Sohle grundsätzlich top. Verarbeitungstechnisch muss ich sagen, habe ich nichts gefunden, woran ich irgendwie meckern hätte können. Im Gegenteil, ich habe noch was gefunden, was ich persönlich ganz, ganz großartig fand, weil man das von den klassischen Wanderschuhen eben nicht kennt. Wir haben hier eine geklebte Sohle, die dann nochmal zusätzlich, man sieht es hier vielleicht an den Rändern, vernäht worden ist. Das bedeutet, dass die Naht hier nochmal die zusätzliche Bindung an das restliche Obermaterial erhöht. Das heißt, selbst wenn der Kleber mal etwas zu hart wird und dann bröckelig wird, die Sohle würde einem nicht einfach vom Fuß fallen. Also ein großes Problem. Eine große prophylaktische Strategie gegen den sprechenden Schuh und das finde ich ganz großartig, weil das zeugt einfach von Wertigkeit. Hier wurde halt auch wirklich dann Geld in die Hand genommen und gesagt, wir vernähen die komplette Sohle einmal rundherum nochmal und das ist ganz angenehm. Geröllschutz gibt es hier keinen, man sieht einfach, das ist das Lederobermaterial, das wir dann oben auch haben, da wurde dann nichts geändert. Hinten haben wir eine etwas stärkere Verhärtung, dazu komme ich gleich nochmal. Und hier geht der Gummi nochmal etwas höher, aber im Prinzip war es das, man ist relativ ungeschützt, zumindest so wie das Leder eben ist. Bezüglich dem Leder muss ich sagen, es ist nicht überaus empfindlich, man sieht hier hat es schon ein paar Abnutzungserscheinungen, aber man muss auch dazu sagen, ich habe ihn ja hier in einem Terrain getestet, für das er ursprünglich nicht konzipiert wurde. Er wurde konzipiert für das Wandern, für das etwas anspruchsvollere Wandern, aber es ist jetzt kein Hochtourenschuh, es ist kein Bergschuh in diesem Sinne und deshalb muss man ihm das auch irgendwo verzeihen. Ich bin damit am Fels hängen geblieben, ich habe damit leichte Kletterei
probiert. Das hat alles großartig funktioniert, aber man merkt im Schuh an, da will er nicht unbedingt hin. Das heißt, er will eher so, Wanderungen funktionieren sehr gut, so klassische Hüttenwanderungen, ein bisschen felsig, überhaupt kein Problem. Aber sobald es richtig raues Gelände wird, da ist einfach das Lederobermaterial dann schon ein bisschen zu dünn. Und das merkt man auch gleich im Komfort. Denn da hat der Schuh eigentlich sein größtes Manko, unter Anführungszeichen. Ist aber auch irgendwo ein Vorteil. Man spürt schon ganz klar, wo der Schuh hin will und wo er nicht hin will. Wenn man dann irgendwo im rauen Gneisgelände versucht zu klettern, man merkt es auch einfach selber am Fuß. Dafür ist er nicht konzipiert. Hingegen am erdigen, im Waldboden, aber vielleicht auch in diesem leicht schottrigen Gelände, da merkt man überhaupt keinen Unterschied zu einem normalen Schuh vom Komfort her. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Im Gegenteil, ich kann meinen typischen Gehstil, den ich zu Hause ohne Schuhe oder auch mit meinen anderen Barfußschuhen im Alltag habe, einfach so im Gebirge fortsetzen. Und das ist eine ganz witzige Spielerei eigentlich. Schauen wir uns die Schnürung an. Wir haben hier eine relativ, ich sage jetzt mal, altmodische Schnürung, sehr alte, sehr dicke Schnürsenkel, die sich relativ schwer bedienen lassen, aber die dafür dann tatsächlich auch nicht rutschen. Das ist etwas, was wir bei modernen Schuhen immer wieder haben, rutschende Schnürbänder, aber wir haben das hier so schön verarbeitet, dass da richtig viel Reibung entsteht, wenn wir den schnüren, und dementsprechend funktioniert das sehr gut. Vom Laschensystem her, das sind hier Metalllaschen, das ist ganz, ganz großartig. Das vermisse ich bei anderen, deutlich teureren Bergschuhen manchmal schon. Die halten dementsprechend auch richtig, richtig gut. Hier ist er fixiert, das bedeutet, hier kann ich nichts verändern. Vernietet sind sie sowieso allesamt, das finde ich auch ganz großartig. Das heißt, Qualität her ist das ein 1A-Schuh. Bei der Optik muss man sagen, naja, es mutet so ein bisschen an, als käme dieser Schuh irgendwo aus dem Bergsport, aber aus dem 80er-Jahre hochalpinen Bergsteigen. In der Tat ist es aber heute ein vollkommen moderner Schuh und mit einem sehr, sehr mutigen Design, wie ich finde. Ich finde diese alte Optik, wie Bergschuhe eben früher ausgesehen haben, finde ich persönlich ganz witzig. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wer knallige Farben möchte, wer dieses typische moderne Design von Bergschuhen haben will, der ist mit dem natürlich dann nicht richtig bedient. Da gibt es dann wahrscheinlich andere Schuhe, die da besser hinkommen. Schauen wir uns den Schaft an. Tragekomfort und der Schaft, das hängt bei einem Schuh, der vor allen Dingen über den Knöchel geht, immer direkt miteinander zusammen. Und hier muss man sagen, er ist, wenn man ihn sich hier so ansieht, relativ gemütlich gemacht. Er hat er ist nicht sehr stark in der Vorlage oder sowas, sondern er ist tatsächlich relativ gerade. Falls man so kleines, so wie ich, so ein bisschen vom Fersenbein so eine kleine Verhärtung hinten hat oder so einen kleinen Überschuss hat, dann ist das etwas ungewohnt, aber das Leder ist weich genug, dass es sich daran zumindest nach 1-2 Stunden sehr, sehr gut angepasst hat, dass man davon noch nichts mehr mitkriegt. Das finde ich sehr positiv. Von der Passform her muss man sagen, ist er hinten relativ breit, aber auch jetzt nicht übermäßig. Man kennt das von breiteren Fersen hinten, das Sportiva produziert so breite Fersen und da hat man sich hier einfach auch angeschlossen. Das ist eine Normferse, würde ich sagen. Für sehr, sehr schmale Fersen wahrscheinlich tendenziell nicht gemacht. Und gerade bei der Passform muss man auch ganz allgemein mal erwähnen, er ist vorne sehr breit, aber das ist auch irgendwo der Witz an diesen Schuhen, dass der Fuß eben wirklich die Möglichkeit hat, sich komplett in den Schuh reinzulegen. Finde ich sehr, sehr gut, dass er hier etwas breiter gemacht ist, damit wirklich jeder Fuß reinpasst. Für sehr, sehr schmale Füße ist der Schuh aber wahrscheinlich tatsächlich nicht geeignet. Beim Schaft muss ich aber gleich nochmal, um hier wieder den Bogen zu spannen, sagen, dass er doch relativ steif ist oben. Das kann für manche Leute, die gerne nur mit Zustiegsschuhen unterwegs sind, etwas ungewohnt sein am Anfang, aber das Schöne ist eben, dass er tatsächlich dann auch wirklich einen relativ guten Schutz vor Geröll, vor dem Umknicken bietet, weil er eben etwas steifer ist. Es ist einfach ein klassischer hoher Bergschuh, wie man ihn eben auch von einem Mescalito in der Mithöhe zum Beispiel kennen würde. Das ist von der Höhe her ziemlich identisch. Er ist nicht so hoch wie ein Kategorie C-Schuh beispielsweise, sondern er ist da ganz durchschnittlich einfach. Das ist meiner Meinung nach auch der interessanteste Anspruch, den dieser Schuh hat. Er will meiner Meinung nach sehr, sehr durchschnittlicher, ein sehr durchschnittlicher Wanderschuh sein. Und das schafft er auch, obwohl er so anders ist als jeder andere Wanderschuh, den es am Markt gibt. Denn er ist nun mal barfuß. Und dazu möchte ich jetzt hier auch nochmal meine persönliche Meinung sagen. Für das Bergsteigen und Wandern ist die Tatsache, dass ein Schuh barfuß ist, nichts Schlechtes. Wenn man Barfußschuhe kennt,
dann ist das hier die logische Konsequenz, wenn man auf leichte Wanderungen gehen möchte. Auf jeden Fall. Er ist dafür sehr, sehr geeignet. Das bedeutet gleichzeitig, dass man ihn eigentlich ungeschaut in das Regal mit allen anderen A- und AB-Schuhen stellen könnte und er würde, wenn man jetzt die Tatsache, dass er keine Zwischensohle hat, einfach nicht auffallen, höchstens vom Design her. Das Spannende an diesen fehlenden Zwischensohlen ist eigentlich, dass ich damit davon ausgehen kann, dass mich dieser Schuh, egal wie lange ich ihn verwende, immer begleiten wird. Ich muss mir keine Gedanken über das Material und die Qualität der Zwischensohle machen, weil es schlichtweg keine gibt. Und das finde ich persönlich als jemand, der sozusagen der König der Kritik ist, wenn es um Zwischensohlen geht, definitiv finde ich das absolut großartig. Wenn man aber keine Barfußschuhe kennt, wenn man das überhaupt nicht im Blick hat, dieses Thema, dann ist es, und das habe ich vorhin schon erwähnt, wichtig, hier langsam anzufangen und sich langsam an das Thema zu gewöhnen. Denn die fehlende Zwischensohle hat nicht nur den Vorteil der höheren Qualität, sondern eben auch den Nachteil, dass die komplette Dämpfung und Schockabsorption einfach verschwindet. Das bedeutet, wir müssen den Gehstil anpassen und wir müssen vielleicht am Anfang auch die Distanz anpassen im Vergleich zu einem Standardschuh, den wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer verwendet haben. Weil es hier der Techniktisch ist, bewerte ich jetzt hier die Qualität als Ganzes nochmal. Die Sohle ist vernäht und verklebt mit einem Gummi, der wahnsinnig robust ist und trotzdem sehr gut auf Reibung funktioniert. Das Obermaterial, ja, das nimmt zwar von jeder Bergtour so ein paar Spuren mit, aber ich habe mir persönlich vollkommen unbegründet Sorgen um die Qualität gemacht, denn er leidet zwar optisch, aber in Wirklichkeit leidet das Material überhaupt nicht. Vor allem, wenn man das nochmal in den Kontext setzt, dass ich den Schuh für etwas hergenommen habe, als Test, als Härtetest, wofür er sich echt nicht interessiert eigentlich, nämlich dieses felsige, extrem raue Bergsteigen. Beim Wandern bin ich davon überzeugt, dass solche Abnutzungsspuren wahrscheinlich Jahre brauchen, bis sie tatsächlich entstehen. Beim Bergsteigen ginge das dann natürlich nochmal deutlich schneller. Vivo Barefoot sagt, man soll ihn vielleicht nicht unbedingt fürs Bergsteigen verwenden, sondern fürs Wandern, denn es ist einfach ein Wanderschuh, so wie alle Kategorie A und AB-Schuhe. Und ich muss da dementsprechend auch zustimmen, weil für Bergtouren, da habe ich eben den ein oder anderen Punkt gesehen, wo ich sagen würde, das mag der Schuh nicht und das merkt man auch direkt im Fuß und somit kann man den Schuh eigentlich auch gar nicht falsch einsetzen, denn wenn es am Fuß unangenehm ist, dann weiß man auch, dass es dem Schuh tatsächlich schaden würde. Die Robustheit muss ich bewerten, wie sie ist. Großartig, er ist auch robust und er ist sehr fest. Das bedeutet, wer viel Unterstützung braucht, wird hier glücklich werden. Wer viel Freiheit braucht, na gut, für den ist ein hoher Schuh, der über den Knöchel geht, sowieso kein Thema. Die Schnürung funktioniert gut, sie ist etwas altmodisch, das muss man einfach so sehen, aber auf der anderen Seite ist es letztlich ein qualitativ wahnsinnig guter Schuh. Er ist sehr, sehr gut verarbeitet worden und er ist sehr, sehr gut durchdacht worden und das alles sieht man dem Schuh an. Er hat aber eben dieses wahnsinnig eingeschränkte Feld an Einsatzmöglichkeiten und damit auch eine wahnsinnig kleine Zielgruppe. Aber man muss gleichzeitig auch sagen, wer, ich sage jetzt mal, gesund und natürlich wandern gehen möchte, der ist mit diesem Schuh definitiv gut bedient, vor allen Dingen was die Langlebigkeit betrifft, was ich ja bei Schuhen immer gerne kritisiere. Technisch haben wir uns jetzt den Schuh ganz im Detail angesehen und deswegen würde ich sagen, sind wir hier am Techniktisch auch wieder fertig. Schauen wir uns noch den Preis an. Beim Preis gilt es, zwischen 190 und 220 Euro direkt bei Vivo Barefoot zu bezahlen. Das ist für einen Schuh nicht gerade günstig. In Anbetracht dessen, dass er unter deutlich faireren Bedingungen produziert wird, die Firma sehr transparent arbeitet und es sich um eine Seltenheit am Markt handelt, drücke ich ganz vorsichtig ein Auge zu. Im Vergleich mit einem Mescalito, aber am Ende des Tages immer noch teuer. Egal wie viele Augen wir zudrücken. Er hält aber eben genau das, was er verspricht und eigentlich sogar ein bisschen mehr. Womit wir auch schon zum Fazit kommen. Der Vivo Barefoot Tracker Forest ist kein Schuh für alle. Man muss schon wissen, was man da sich zulegt. Aber hat man verstanden, womit man das hier zu tun hat, dann ist das wohl eine der genialsten Spielarten im Bergsport, die ich bis heute gesehen habe. Denn man ist genauso sicher unterwegs wie mit anderen Bergschuhen, es gelten die gleichen Einschränkungen wie für andere Kategorie A-B-Schuhe und die Art der Bewegung und dieses extrem direkte Feedback des Untergrunds ist einfach eine spannende Sache und deshalb alles in allem cool. Trotzdem bleibt unterm Strich, die Zielgruppe ist eingeschränkt. Es kann sein, dass nicht jeder Mensch eine große Freude damit haben wird. Man muss zwar nicht mit Einschränkungen leben,
aber eben mit den neuen Umständen sich erstmal zurechtfinden und sich Zeit nehmen. Dann aber ist das eine geniale Sache. Wollt ihr den Vivo Barefoot Tracker Forest bestellen, habe ich unten in der Videobeschreibung auch einen Link für euch. Ich profitiere von dem Link nicht, also ihr könnt den ordern über den Link oder ja, selber danach googeln, wie auch immer. Wie immer, wenn euch die Tests gefallen, schreibt das gerne in die Kommentare. Außerdem muss ich bitte unbedingt wissen, ob ihr euch eigentlich schon mal mit dem Thema Barfußschuhe auseinandergesetzt habt oder vielleicht sogar selber ein paar zu Hause stehen habt und vielleicht sogar verwendet. Schreibt euch das gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal wünsche ich, wie immer, eine wunderschöne Zeit und Berg heil!